So, hallihallo. Wir sind hier auf dem Mira Luna. Ich sitze hier mit Kantal. Wie war die Stimmung bei eurem Auftritt? Ich würde sagen, die war sehr gut für den frühen Zeitpunkt, zu dem wir gespielt haben. Wir dachten eigentlich so ein bisschen mehr so Aufwachstimmung, aber das Publikum war schon voll da und es war halt gestern Abend kein Konzert oder kein Festivaltag und das hat man gemerkt, dass die Leute auch wirklich auch nach den 2 Jahren Pause Bock hatten, was zu hören und ich fand die Stimmung ziemlich gut, war sehr gut. Ja, ganz frisch und sehr viel Kontakt mit dem Publikum hat uns gut getaugt. Okay, sehr schön. Hattet ihr auch neues Material im Set? Nein, weil das neue Material so frisch ist, so neu ist, dass wir es noch gar nicht richtig drauf haben. Wir haben ja gerade eine CD, die 9. CD-Produktion abgeschlossen. Und die Masterbänder sind jetzt vielleicht eine Woche oder 2 Wochen so kursieren herum. Und das war noch zu früh, aber wäre natürlich schön gewesen. Aber andererseits haben wir auch in den letzten Jahren so wenig gespielt, dass es auch so bei Weitem reicht. Also man hatte nicht das Gefühl gehabt, man ist jetzt überspielt oder die Leute können es nicht mehr hören. Das Gefühl hat man im Moment nicht. Also das hat uns dann auch wirklich in die Hände gespielt. Und es war ja auch so, wir hatten ja einen Gast dabei, einen mongolischen Musiker, und das war natürlich jetzt auch ein Special für Mera Luna, was die Songs auch mal selbst für uns nochmal in völlig anderes Licht taucht, wenn so in so längeren Phasen der da so toll improvisiert mit Pferdekopfgeige und mit Unter- und Obertongesang. Okay, und zum neuen Album muss ich noch mal einhaken. Wollt ihr da schon was verraten? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das letzte ist 2018 erschienen. Wird das noch dieses Jahr erscheinen oder nächstes Jahr? Ja, das erscheint dieses Jahr und zwar am 23.11. Und es wird aber auch ein paar Vorwegveröffentlichungen geben. Im August kommt schon eine Single raus online. Und ja, das ganze Thema ist schon auch unsere Auseinandersetzung mit der stillen Zeit sozusagen, wo wir nicht spielen durften. Und hat auch mal so ein paar neue Aspekte. Wir haben auch 2 neue Sprachen. Wir sind ja da sehr interessiert immer an exotischen und alten Sprachen. Und diesmal gibt es was aus Irland, eine alte Sprache, und dann noch von ganz weit aus dem Osten. Mehr verrate ich nicht. Aber eines kann ich nur verraten, am 23.11. gibt es auch am 25.11. gibt es ein Release-Konzert in Bochum in der Christuskirche. Also um diesen Release herum gibt es also ein Live-Konzert. Und ja, da freuen wir uns dann auch schon drauf. Und da gibt es dann definitiv einiges Neues. Ist auch ein gutes Setting für eure Art von Musik. Ja. Wunderbar. Schöne Location. Genau, ihr habt gerade schon die Corona-Pandemie angesprochen. Es ist ja auf der einen Seite, war es für die Musikindustrie natürlich unfassbar tragisch und hat sehr viel kaputt gemacht, wovon sich die Strukturen auch immer noch erholen müssen. Auf der anderen Seite, genau, ich habe von vielen Künstlern bereits gehört, dass es auch kreative Impulse gegeben hat und dass viele Sachen weniger selbstverständlich gesehen werden als vor der Pandemie. War das bei euch auch der Fall? Ja, würde ich sagen, dass der positive Effekt im Nachhinein überwiegt eigentlich. Während der Pandemie habe ich das Gefühl gehabt, okay, dieses Gefühl, es bricht zusammen und es braucht wieder gewisse Zeit, bis sich alles erholt und überhaupt halt auch die Leere, die dann so da ist, wenn man eben den Kontakt verliert zum Publikum und auch zu den Kollegen und so weiter. Und ja, war ja nicht nur jetzt in der Musik, sondern auch im Privaten sozusagen, also Lockdown und so. Man konnte schwer Leute besuchen oder reisen oder sowas, war alles schwierig. Aber so im Nachhinein, also mir persönlich ging es so, war es eigentlich sehr gute Zeit, also diese Entschleunigung, wie man das so schön sagte, und die Ideen, die dadurch kamen, und ist schon ein anderer Approach dann auch zu der ganzen Arbeit. Und bei uns speziell, wir machen das jetzt seit vielen, vielen, also ich hätte schon gesagt, Jahrzehnten, also wann war das? Über 30 Jahren ist Kantal gegründet worden. Da 91, ja. 91, ja. Und das heißt, da ist es immer wieder wichtig, neue Impulse zu kriegen. Und da war eigentlich der Lockdown auch mal eine gute Erfahrung dabei. Ja, also ich würde auch sagen, et, wie der Lateiner sagt, sowohl als auch. Was mir sehr gefehlt hat, war tatsächlich die Auftritte, und ich habe da immer mehr gespürt, für was ich eigentlich so auf der Welt bin, und das ist auf jeden Fall auf der Bühne stehen und mit dem Publikum in so einen energetischen Flow kommen, und wenn das gar nicht mehr da ist, das war schon bitter. Aber auch jetzt in Bezug auf die neue CD, die ist jetzt so ein
zweieinhalb Jahresbaby geworden und normalerweise macht man das auch immer so in 9 Monaten sozusagen eher. Und die hat dadurch aber unglaublich gewonnen, wenn man jetzt die anhört. Wir haben sie gestern im Auto mal nochmal gemastert angehört. Die hat halt viel mehr Aspekte und Feinheiten und Tiefe, die wir sonst vielleicht auch gar nicht die Zeit gehabt hätten, uns dem so zu widmen. Ja, das glaube ich. Ja, von daher, alles hat seine Vor- und Nachteile. Genau, wir haben ja gleich noch eine Autogrammstunde. Freut ihr euch nach der ganzen Zeit auch wieder eure Fans zu sehen, live und real? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Nachrichten halt so bekommen, dass Leute sich total freuen und was weiß ich, einer hat die Liebe zu Sarah gestanden, die schon Jahrzehnte andauert. Also mal sehen, ob wir den sehen. Oder vielleicht auch eine Sie, das ist ein Herr, glaube ich, gell? Und ja, natürlich ist das auch ein Aspekt. Also wobei ich dann noch dazu sagen muss, mir ging es nicht so wie die Sarah, sondern bei mir war es so, dass ich so diesen Rückzug, das hat mir gut getan. Also mal niemand zu sehen, um mich wirklich nur um Musik zu kümmern, auch wieder neue Instrumente zu lernen, habe ich gemacht. Indische Bansuri, also die Querflöte, die indische, habe ich mal zu Gemüte geführt und bin auch da auch ziemlich weit gekommen. Also für mich war diese Ruhe schon. Und eigentlich ist es so, dass ich mich wieder erst dran gewöhnen muss, jetzt wieder an dieses Business und dann as usual sozusagen. Aber es ist auch wieder schön. Es ist halt wieder eine ganz andere Emotion. Und ja, das hat, ja, du hast schon gesagt, es hat zwei und noch mehr Seiten. Also das heißt, für dich hat Live-Spielen nicht diesen Charakter wie für dich? Das ist nee, für mich ist, also jetzt, sagen wir mal so, war lange Zeit ja auch so, war es schon so, aber jetzt ist es für mich, also ich spiele gerne live und so, aber ich habe entdeckt, dass der Core meiner Tätigkeit sozusagen, das Wesen ist eigentlich, mich mit Musik zu beschäftigen, egal ob es Zuhörer gibt oder nicht, das ist eigentlich nicht, hab ich gemerkt, das stört mich nicht so besonders. Muss man auch mal so. Sollte es schon geben, sag mal, man muss ihn nicht. Ja, natürlich, natürlich. Es ist ja nicht so, dass man, ich meine, der Schwerpunkt, das heißt nicht, dass das völlig belanglos ist, ob jemand zuhört oder nicht, aber es ist schon ein Unterschied. Also es gibt Bands oder Künstler, da ist sehr sozusagen der Kontakt zum Publikum, das Ein und Alles. Also da ist die Musik sozusagen nur eine Nebensache. Also jetzt mal im Extremfall, welche Art von Kunst man da macht. Es ist halt einfach da berühmt zu sein und irgendwie da so diese Rolle einzunehmen, das auf der Bühne Stehenden. Und bei mir ist es eher so, dass mich so die Musik als solches wirklich total interessiert. Also so, ich spiele auch gerne allein oder so zweit im Wohnzimmer und so, das macht überhaupt nichts aus. Also das erfüllt mich auch auf andere Weise, ne? Weil ich mir freier und geht bei mir auch wirklich in die Tiefe und ist völlig ohne Rücksicht auf, das ist ja immer der Punkt, Publikum muss man ja auch bedenken, ne? So als mit einbedenken in seine Arbeit. Wenn man das mal nicht muss, dann ist es auch eine große Freiheit. Also Kunst als Selbstzweck. Ja, genau. Sozusagen Lach pro Lach. Schön. Da wären wir schon am Ende quasi. Ich wollte nur fragen, bleibt ihr noch, um euch andere Bands anzusehen nach der Autogrammstunde? Was ist eure Tagesplanung? Nee, wir fahren dann wieder, weil wir auch mit anderen Projekten weiter beschäftigt sind und eigentlich immer von einem künstlerischen Raum in den nächsten treten. Und insofern freuen wir uns jetzt noch auf die Autogrammstunde und auf den Austausch, der ja auch manchmal wirklich auch nochmal so andere Aspekte bringt. Also wir haben oft auch, dass die Fans einem eben auch Vorschläge machen, auch von Stücken oder Gedichten oder sowas. Und das ist schon auch toll, das dann so mitzunehmen. Genau, dann fahren wir. Also dem will ich noch hinzufügen, dass man wirklich tatsächlich viele unterschiedliche Sachen macht. Es geht sofort jetzt morgen zum Beispiel. Wir haben ist eine Probe für ein großes Projekt über diesen Theater-Tanz-Projekt, das nächstes Jahr stattfindet, ziemlich groß. Und da geht es um die Mahabharata, die indische große Sage. Und das ist also, wird viel geprobt und entworfen auch. Also das hat jetzt mit der Musik von Kantal eigentlich gar nichts zu tun. Und nebenbei habe ich noch Filmmusik gemacht von einem Film, der jetzt gerade anläuft. Der ist nicht ganz koscher, Wüstenkomödie zwischen Juden und Arabern, weil ich ja so arabische Instrumente auch mit da ausgehe und so. Also das sind dann wirklich ganz andere Dinge, die auch eine Rolle spielen und auch deswegen können wir so lange durchhalten, weil wir immer wieder auch ganz andere Dinge tun und ganz anderen Zusammenhängen spielen in Kirchen oder eben Filmmusik oder Theatermusik oder mit Tänzern oder so. Das ist ganz, ganz weit, breit gefächert. Sehr schön. Abschließende Worte, ihr habt das letzte Wort. Abschließendes Wort hat die Frau meistens, das abschließende Wort. Also ich habe ganz schöne Feature gestern gesehen über Einstein und der hat gesagt, halte dich an die Menschen, die Fragen haben, nicht an die, die Antworten haben.
Deswegen bleibt beim Sonic Seducer treu. Wir haben eine Menge Fragen für eine Menge Künstlerinnen und Künstler. Und das war's von unserer Seite. Die Antwort werden dann rausgeschnitten im Interview.